Moin Bierfreunde. Das ist Lars. Das ist Bumm. Wir sind vom Brewhammer und wir machen heute mal wieder ein Quickie für euch. Oh, 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 oh. Ja, wir trinken mal ganz schnell ein Bier. Ja, du trinkst auch Bier? Ich trinke Witzig. Auch Bier. Wir trinken auch gerne Bier. Ist total verrückt. Ja, und wir stellen euch heute mal ganz schnell ein Bierchen vor. Es ist ein Smash. Sag mal, was Smash bedeutet. Ein Smash habe ich vorher auch noch nicht gewusst. Ein Single Malt and Single Hop. Das heißt, nur eine Malzsorte und nur eine Hopfensorte. In diesem Fall Weizenmalz und Comet. Der Hopfen ist Comet, in Österreich angebaut. Holländischer Weizen. Ja, und das ist deswegen holländischer Weizen, österreichischer Hopfen, weil das eine Kooperation ist, ein Collaboration Brew von Jopen aus den Niederlanden und Brew Age aus Österreich. Zwei sehr coole Brauereien. Die haben es drauf auf jeden Fall. Kann was Gutes bei rauskommen, aber wir wollen das ganz vorurteilsfrei und unvoreingenommen mal testen. 100% Weizenmalz ist extrem selten. Also fast jedes Weizenbier hat eine Gerstenmalz-Beimischung. Ja. Und ich habe, glaube ich, ich habe noch nie ein 100% Weizenmalzbier getrunken. Ich glaube auch, dass ich vor diesem Bier noch kein 100%iges Weizenmalzbier getrunken habe. Das hat damit zu tun, dass Gerste tatsächlich für den Brauprozess auch sehr praktisch ist, denn sie produziert beim Melzen extrem viel Enzyme und die sind sehr hilfreich. Aber nichtsdestotrotz, es geht auch ohne. Sieht man ja, Bier wird's immer. Ja, und es ist also schon mal ganz klar, trüb und super hell, ganz typisch für Weizen. Das riecht total gut. Das riecht mega, mega frisch. Ja, ganz, ganz, ganz leicht. Zitrus habe ich da. Überhaupt keinen Muff, genau. Zitrus mit so einer ganz leicht süß, anders, da ist noch so eine andere Frucht und ich habe fast das Gefühl, so eine Art von Pfirsich. Banane habe ich diesmal nicht. Nee, genau. Die Banane ist da nicht ja da. Immer rein, aber ja, aber das hat wahrscheinlich mit der Hefe was zu tun. Ich weiß nicht genau, welche Hefe sie verwendet haben. Das wissen wir nicht. Spannend. Aber ich würde dem wirklich geben, ich würde wirklich sagen, das hat eine starke Zitrusnote mit so einer Pfirsichnote. Ansonsten kein Muff, eigentlich kein Getreidegeruch, kein sonstiger Hefegeruch. Sabbel nicht, trink. Ey. Ja. Wow. Ja, super leicht, mega gut. Aber ganz anders, als ich das erwartet hätte tatsächlich, weil es überhaupt nicht, leicht hast du schon gesagt, aber es ist auch überhaupt nicht hefig. Mhm. Es ist, mir fehlen Worte tatsächlich. Es ist in gewisser Weise auch ein bisschen eindimensional. Mhm. Also der Körper ist wirklich wirklich sehr straight. Geradeaus. Da ist ja, nichts, ja, genau. Da merkst du, es ist halt nur, die haben wahrscheinlich wirklich nur eine einzige Art von Weizenmalz genommen. Also das ist wirklich schon fast eine wissenschaftliche Herangehensweise. Sozusagen, nimm alle anderen Faktoren raus und lass nur ganz wenige Faktoren stehen. Und ja. Also sozusagen wie so eine typische Laboraufgabe, wo man versucht. Und so schmeckt, das schmeckt halt auch auf Punkt. Ja. Ne? Das ist wenig Antrunk. Mhm. Einmal bang, schmeckt es. Also genial. Ein schöner Körper. Toll. Und du schluckst es leichte und Säure, weg. Ganz leichte Säure und dann ist es zum Ende. Es hat kaum Mundfülle. Also es ist wirklich, es hat so ein bisschen eine Mundfülle. Es ist ein bisschen aber schaumig. Durch die Kohlensäure. Genau, durch die Kohlensäure und so. Und es ist auch ganz weich, das ist schön. Aber es ist nicht so, es hat keine Schwere, es hat keine übermäßige Süße. Und dann hast du eben diese schönen leichten Hopfennoten und du schluckst und der im Nachgang ist auch nicht mehr viel da. Okay. Das ist vielleicht auch wieder, das ist ähnlich wie beim, dann wird das immer wieder ungefähr wie beim normalen Weizen, das ja auch im Nachgang nicht mehr viel hat, was ja auch gewünscht ist. Also viele Leute mögen es ja nicht, wenn das Bier im Nachgang noch so stark bittert oder sowas. Ja. Das hat es überhaupt nicht. Ist auch mit 5% eigentlich so in der Norm. Mhm. Also nicht zu stark. Super interessantes Bier. Wenn ihr das erwischen könnt, trinkt das unbedingt. Wenn ihr Weizen mögt, und Witt mögt. Also ich finde, es hat auch tatsächlich ein bisschen Anklänge an das Witbier. Belgische Witbier. Ja. Ja. Aber eben ohne die Würzung mit Koriander und Orangenschale, sondern ganz straight Weizen, Komethopfen, bam, zu Ende. Cooles Leute, Bier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein hochinteressantes Bierchen. Zieht es euch rein. Auf jeden Fall Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschö.